So, ich glaube, wir brauchen ja auch gar nichts mehr mitnehmen, ne? Ah, ein Bot ist aber gerade wohl fertig geworden. Hast du keinen B bekommen? Ja gut, wir haben hier nur den einen Auftrag. Machen wir den. Und dann würde ich mal sagen, widmen wir uns mal der Superzelle. Alter Schwede. Das ging aber sehr nah am Felsen entlang. Wir müssen hier echt mal diese ganze verlorene Fracht aufsammeln, ey. Ja, aber nicht ohne BB. Korrekt. Was warten jetzt? Und 80.000 Einwohner hat Mountain Knot. Echt? Wo sollen die denn alle wohnen? So. Ja. Ist halt einer dieser Schutzhütten hier, ne? Der Dead Man. Hilfe verlorener Fracht. Ich glaube, die ist für Mountain Knot. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber. Hey Sam. Doch. Willkommen zurück. Harte Reise wie immer, schätze ich. Ja, vielen, vielen Dank. Du weißt gar nicht, wie vielen Menschen du geholfen hast. Neuer Auftrag verfügbar. So. Das heißt, Deadman ist wahrscheinlich hier im privaten Raum, ne? Na, er hat doch gesagt, er ist in der Hütte. Nordöstlich von Mountain Nord hat er gesagt, ist er in der Hütte. In der Schutzhütte. Nordöstlich von Mountain Nord. So habe ich ihn verstanden. Vielleicht da, wo der Kreis drum ist? Weil hier am. Was ist denn hier am Terminal? Ist das nicht privater Raum? Weil ich weiß nicht, was er sonst von mir möchte. Ja, sonst
Mach einfach mal. Mal gucken, was passiert. Aber ich meine, er hat halt gesagt, schutzete. Na gut, sind die Bots wenigstens fertig. Jo. Lecker Bierchen trinken. Ja. Gucken wir mal eben. Da waren wir eben drin. Ja. Kannst du sonst nicht nochmal irgendwie mit ihm Kontakt aufnehmen? Nee, ja? Vielleicht über die Dingens, über die. über die. Geschichte hier. Aber ich sehe ihn hier nirgends. Ich meine, gut, die E-Mails sind noch zu, dann wissen wir, wo wir noch lesen müssen. Das müssen wir nämlich auch noch machen, Flo. Boah. Aber demnächst mal so, ne? Ja, das mache ich aber jetzt tatsächlich noch nicht, weil ich jetzt wirklich erstmal trifft dich in der Hütte in der Nähe von Mountain Not City mit Deadman. Da stand es nochmal. In der Hütte. Stand da jetzt nur. Ja gut, vielleicht war das... Auf der Map ist auch nichts zu sehen, ne? Ich hatte jetzt eben nichts gesehen, tatsächlich, nee. Wo ich da eben so einen Punkt gesehen habe mit einem Kreis drumherum. Oder vielleicht habe ich mich doch einfach nur verguckt, da rechts, da oben. Da, hier, hier, das müsste, das könnte das sein. Fragile Sprung möglich. Nee, das ist wahrscheinlich... Was ist denn das da rechts? Rechts. Dieser Punkt mit dem Kreis drumherum. Da! Da. Ja, da ist die Hütte. Das ist ja wieder ein ganz toller Ort. Hatte ich ja nicht auf dem Zettel, Flo. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist mir ja schon öfter aufgefallen jetzt. Allein schon die Sache mit dem Graben und der Haftwaffe. Da wäre ich wahrscheinlich erst im Nachhinein drauf gekommen. Ach Mensch, hätte auch die Haftwaffe nehmen können. Dieses Phänomen, dass du hinterher ja immer schlauer bist. So, machen wir mal eben eine Route dahin. Oh, kannst du fast noch den einen mitnehmen da. Den da. Und jetzt ist es nicht mehr ganz so weit. Ja. Nee, dran kommst du nicht. Nee, den hier müssen wir, glaube ich, absteigen. Ja. Wo ist jetzt die Superzelle? Das ist die Richtung hier, ne? Ja. Das Zentrum der Superzelle direkt über der Hütte. Und dann erinnere mich mal dran, dass
wir auf jeden Fall die Robotikerin noch pushen, weil wir ja vermutlich dann noch ein besseres Geländeskelett bekommen, ne? Ja. Ich werde versuchen, dran zu denken. Ich auch. Ich werde es nicht schaffen. Jetzt geht das wieder los. Oh, nee. Ja. Ja, irgendwie schon. Die Richtung stimmt schon. Da oben, ja, da ist ja die Hütte. Hat sich auch keinen besseren Platz aussuchen können, ne? Naja, das wird ja seinen Grund haben. Ich ahne sowas. Wir haben da ja eh schon spekuliert wegen Deadman und... dass da so eine kleine Verschwörung im Gange ist. Wenn man das so nennen kann. Wir wissen ja auch noch nicht so wirklich, was da jetzt eigentlich Phase ist. Das ist ja auch wie so ein Verkehrsunfall. Man macht nicht hingucken, man kann aber auch nicht wegsehen, ne? Wer weiß, was da noch alles kommt. Oh, oh. Okay. Dasselbe war wie aus dem Tutorial von Metal Gear Solid 5. Da flog gerade ein Wal durchs Bild. Oh Scheiße, den Trailer kenne ich. Der Bugge, du hast richtig spekuliert. Zweiter Weltkrieg, würde ich sagen.
Sam! Sam! Deadman. Oh, Gott sei Dank erreiche ich dich. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich sehe Panzer und Soldaten. Die Uniformen sind über 100 Jahre alt. Aus dem Zweiten Weltkrieg, schätze ich. Hast du den Anführer der Soldaten gesehen? Nein. Ich glaube, von dem hast du uns erzählt. Der geborene Krieger, das Arschloch, das Jagd auf Baby gemacht hat? Er muss unser Ticket nach Hause sein. Keine Ahnung. Das ist erst mein zweites Mal. Und ohne BB wird es schwer, ihn zu finden. Zum Glück habe ich dein BB bei mir. Es erwartet dich in bester Verfassung. Wo sollen wir uns treffen? Gibt es was Ungewöhnliches oder Einprägsames in deiner Nähe? Warte, bin in der Kanalisation. Durch eine Öffnung kann ich einen eckigen Turm sehen. Direkt über mir. Alles klar, ich finde das schon. Und suche einen Zugang zur Kanalisation. Kannst du erstmal dort warten? Gern. Ich bewege mich nicht. Wenn ich zu lange brauche, musst du das vielleicht. Was? Dieses Kriegerarschloch war nicht hinter mir her. Er wollte Bibi. Ah, scheiße. Genau. Wenn er nach jemandem sucht, dann nach dir. Oh nein. Los, beeil dich, Sam. Reiß dich am Riemen. Ich bin unterwegs. Und schließ das Bibi bloß nicht an. Das würde ihn direkt zu dir führen. Junge, Junge. Nicht, dass du das tun würdest. Du hast sie ja. Hab ich schon, weil ich Todesangst hatte. Trenn die Verbindung. Schnell. Na, schon erledigt. Er darf Bibi nicht bekommen. Wie? Wenn er mit seinen Soldaten auftaucht, was soll ich dann tun? Mich wehren? Wenn ich zwischen Bibi und mir wählen muss, also... Das wirst du nicht. Ich beende das Gespräch. Sam, ich habe kein leichtes Leben. Keine Frau, keine Kinder, keine Freunde. Und so suchte ich Trost. Suchte die Gesellschaft der Toten. Und mit der Zeit verleibte ich sie mir ein. Heute sind das 70% von mir. Aber dich zu treffen, hat mir die Augen geöffnet. Du bist was Besonderes, Sam. Verzeihung. Musst du mal eben den Sound wieder lauter stellen? Geil aus, ey. Boah. Boah. Der Cthulhu-Panzer. Ja. Hier, ne? Das wird der sein. Eine Karte werde ich auch nicht haben, glaube ich. Nee. Ah, ich bin schon in dem Gebiet. Er sagt ja, wenn er rausguckt, kann er den Turm direkt vor sich sehen. Hier der sind Kanäle. Der ist da unten. Da ist noch ein Blutbeutel, nehmen wir noch mit. Jetzt komme ich runter, da ist eine Treppe. Rechts. Ich helfe mal eben Wahl im Kanal. Ah.
Ah, ich will da hinten zu der Leiter irgendwie. Da ist er bestimmt auch drinnen. Es ist unfassbar. Der sei da hier auch, ne? Ja. Naja, da war doch eben rechts eine Öffnung. Da. Nee. Da ist auch zu. Da ist auch zu. Komm ich hier nicht rüber? Ich glaube, da unten waren wir gar nicht so verkehrt. Überall Wale rumliegen. Tja, ich habe mich jetzt wieder vom Gebiet entfernt. Wow. Wow. Ja, die mögen mich da irgendwie nicht in der Ecke. Das Gefühl, ich werde auch anvisiert. So, muss ja hier irgendwie weitergehen. Ja. Das muss da unten irgendwo sein. Ah, da. Da drüben ist auch noch eine Öffnung, was kann ich sagen. Du hast dich gut geschlagen, ja. Bis bald. Aber nichts anderes, ne? Haftwaffe. Spray, Schockbombe. Ich geh jetzt runter.
glaube ich, hier BB. Das Kleine sollte wieder funktionieren. Lass mich mal. Oh, na schön. Vielleicht ist das ein besonderer Strand. Für im Kampf gefallene Soldaten. Vielleicht sollten wir schnellstens verschwinden. Ja. Ich bin überrascht. Ich dachte, du hättest Baby schon entsorgt. Gutes Werkzeug wegwerfen? Niemals. Und? Fallt dir noch Erinnerungen? Verstehe. Warte hier. Ich muss mich wohl um andere Erinnerungen kümmern. Ich erledige ihn. Dann kommen wir beide hier raus. Weißt du, Sam, ich beginne zu verstehen, warum Bibi dir so wichtig ist. Ach? Es ist nur ein Werkzeug. Sein Leben und Tod sollten nicht von Belang sein. Aber trotzdem haben wir eine Bindung aufgebaut, nicht wahr? Es ist mehr als ein Werkzeug. Es heißt Lou. Lou, hä? Schöner Name. Auch ohne Kopf funktionieren die also noch. Ja, die funktionieren ganz gut. Shit.
Ich schieße dann auch mal gegen diese scheiß Sandsäcke. Mit einer Panzerfaust. Aber sonst geht's in Danke. Es ist unglaublich. Komm, Cliff, komm hierher. Muss dahinter sein. Wie er gelauert hat. Er weicht dem immer ganz gut aus, der... Before.
Die halten ganz schön was aus, ey. Ja, die halten wirklich ganz gut was aus, ey. Also eine Rauchgranate eben testen. Scheiße, wo ist er? Der muss da unten irgendwo noch wieder sein, der Bastard. Die kam ja von hier rumgelaufen, ne? Oben. Wo ist meine Blutgranate? Wie er einfach stehen bleibt, das juckt den gar nicht. Auf dem Rücken, der nicht noch irgendwelche Waffen? So, bin mal gespannt, wo er jetzt wieder hin ist. Hold mein Baby. Muss da vorne sein. Scheiße, wo? Da hinten. Mann, ist doch mal gut. Das ist auf jeden Fall Cliff gewesen. Habe ich noch Granaten? Nee, ne? Nee. Doch! Much as a fish. Er hat aber die ganze Zeit gewartet.
Nur Schluss. Oh. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte dich niemals da reinstecken dürfen. Ach, das war ja wieder sehr geil, ey. Boah. Ich mag halt die Atmosphäre. Das ist super. Wie auch mal locker eben daraus einen Shooter für den Zweiten Weltkrieg machen könnte. Wie er schon für den Ersten Weltkrieg locker hätte den Shooter machen können mit dem, was er da geschaffen hat. Das ist unfassbar geil, ey. Dich, ey. Und dann diese untoten Soldaten, du ballerst denen den Kopf weg und dann steht der einfach auf, als ob nichts ist. Unfassbar. Und überall die ganze Zeit die Fische und die Wale und es ist unglaublich. Ja. Und dann das typische Kriegsgeballere natürlich zwischendrin. Das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Man kennt's halt, aber ich finde, es ist schon sehr viel. Man kommt sich schon sehr hilflos vor. Unfassbar. So, machen wir weiter. Gucken wir mal, was Deadman zu sagen hat. Jo. Lou? Wie geht's klein Lou? Keine Reaktion. Na, sieh mal an. Anscheinend mag mich das Kind. Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt einen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Ich bin schon wieder in Capital Nord. Fragiles Strand erweist sich als ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen.
Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor 10 Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein leerer Sturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte. Zurück blieb nur ein riesiger Krater. Und er. Denn er war ein Wiederkehrer. Die Leute wollten antworten. Hatte der Mann den Leichnam seiner Frau versteckt? Der einzige Überlebende war der einzige Verdächtige. Es war einfach, ihn zu beschuldigen. Und das tat man. Und es dauerte nicht lang, da beschuldigte man auch Bridges. Der Mann fühlte sich verantwortlich, also ging er fort. Und seine verstorbene Frau, ihr Name war Lucy. Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Daraus wurde nichts. Oh, doch. Präsidentin Strand hat's mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Hältst jetzt mal die Fresse? Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt, der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, habe ich bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K. Ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter, kein Jenseits, kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld, das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Komm, sogar ich war willkommen. Ach, das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke, amerikanisch. War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden. Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Das ist er. Tja, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Die Hardman hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden.